Erfahrung zu haben ist absolut wichtig, wenn es darum geht, langfristig im Business oder mit einem Projekt oder was auch immer erfolgreich zu sein. Aber was, wenn es genau eben an der Erfahrung für den Moment noch fehlt? Darf ich dann überhaupt mit meinem Business oder meiner Idee nach draußen gehen? Und woher weiß ich denn dann überhaupt, dass ich das kann? Und ich bin ja vielleicht selber noch nicht mal am Ende vom Weg angekommen. Und all das sind verständliche Fragen, die ich auch immer wieder höre, gerade auch von den Teilnehmerinnen in meiner NESC-Ausbildung. Und es gibt auch so ein bisschen so einen Trend, ich sag mal auf Social Media, wo sonst, wo vielleicht vermehrt Kritik auch an den Neulingen aufkommt, die mit wenig Erfahrung starten. Und aus meiner Sicht ist klar Erfahrung wichtig, aber es gibt noch was, was viel, viel wichtiger ist als die eigentliche Erfahrung. Und was das ist, genau darum geht's heute. Mein Name ist Britta Kimpel und hier dreht sich alles um dich und deinen Seinszustand als Unternehmerin. Und dieses Thema rund um Erfahrungen ist was, was in den letzten Tagen und Wochen, ich sag mal, so an unterschiedlicher Stelle irgendwie zu mir kam und mich zum Nachdenken gebracht hat. Es war wirklich so irgendwie, als würde das Universum sagen, so, hey, da ist ein Thema, guck da mal hin oder mach da vielleicht auch mal einen Podcast raus. Und die erste Situation, die mir gerade noch so spontan in Erinnerung ist, ist, dass eine Teilnehmerin aus der NESC-Ausbildung offensichtlich einen uralten Podcast von mir angehört hat. Ich glaube, der ist 3 oder über 3 Jahre alt gewesen. Und sie hat bei uns in der Ausbildungs-Facebook-Gruppe eine Frage dazu gepostet und gefragt, ob sie das richtig versteht. Und im ersten Moment war bei mir irgendwie so, oh fuck. Wer weiß denn, ob ich immer noch der Meinung bin, wie ich vor 3 Jahren der Meinung war? Und es war wirklich erstmal so, oh, keine Ahnung, jetzt muss ich mir erstmal angucken, was ich da überhaupt gesagt habe. Und dann eben unter Umständen auch sagen, so, hey, nee, ich sehe das heute anders. In dem Fall war es tatsächlich so, dass ich das auch mit meinem 3 Jahre mehr Erfahrung und 3 Jahre mehr Wissen, dass ich da immer noch dahinter stehen konnte und das auch nochmal jetzt vielleicht mit einem neuen Zugang auch nochmal anders erklären konnte als damals im Podcast. Aber das war so ein Gedanke schon mal für mich irgendwie, und den hatte ich schon oft tatsächlich auch mit alten Podcast-Episoden, weil da gibt's Episoden und Themen und Meinungen, die ich damals hatte, von denen weiß ich, da habe ich heute eine andere Meinung, da habe ich mehr Erfahrung gemacht und das hat sich da was verändert. Und ich habe tatsächlich auch schon öfter darüber nachgedacht, diese alten Sachen, die irgendwie nicht mehr mein heutiges Ich repräsentieren, irgendwie einfach offline zu nehmen. Und ja, dann habe ich es doch immer sein lassen. Aber prinzipiell, und das finde ich irgendwie ganz wichtig, und das ist für mich zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nicht gern Sachen vorab aufzeichne und die dann immer wieder in der Aufzeichnung einfach den Leuten verkaufe, weil ich verändere mich ja auch jedes Mal weiter und ich sammle jedes Mal neue Erfahrungen. Und wirklich, manchmal kann es sein, dass ich heute was sage und morgen was Neues lerne und morgen eine neue Meinung dazu habe. Und das Recht will ich auch behalten, aber wenn dann irgendwie Sachen starr aufgezeichnet sind, dann kann ich irgendwie nicht sagen, so, ah, übrigens, hier habe ich jetzt eine andere Meinung und hier auch. Und deswegen mache ich am liebsten alles live und alles aus dem Moment und alles aus dem Erfahrungs- und Wissensstand, wo ich gerade stehe und alles auch aus der Person, die ich heute bin, weil es eine andere als die, die ich vor 3 Jahren war. Und das ist so eben ein Aspekt, der irgendwie so zu diesem Thema Erfahrung aufkam. Und der zweite, ich sag mal, Auslöser für dieses heutige Thema war, dass wir am Wochenende den Business Workshop in der Coaching-Ausbildung hatten. Das ist ein optionaler Zusatzworkshop für all die, die sagen, ich will mit dem Coaching gern ein eigenes Business starten, wo wir einfach wirklich auch aus einer Nervensichtperspektive und aus einer Embodiment-Perspektive so dieses Thema Business und Online-Business anschauen. Und zwar wirklich, ich sag mal, traumasensibel und nicht mit diesem toxischen Marketing, was man so da draußen alles kennt. Und der Workshop, wie gesagt, war an den Wochenenden, an den 2 Tagen. Und da kam natürlich wie immer in diesen Workshops oder wie immer, wenn Leute vielleicht gerade mit was Neuem am Anfang stehen, und das heißt ja nicht mal, dass sie vielleicht noch nicht selbstständig sind, sondern NESC ist jetzt einfach vielleicht was Neues. Und da kommt natürlich immer die Frage auf, kann ich das? Darf ich das? Die Teilnehmenden sind auch in der Ausbildung noch nicht am Ende,
dürfen sie jetzt schon rausgehen und Nesk anbieten? Und immer so diese Aussage auch, ich bin ja selber noch auf dem Weg. Und meine Haltung ist hier ganz klar, so früh wie möglich mit den Infos und den Erfahrungen, die wir gemacht haben, rauszugehen. Und ich erkläre das immer mit einer Bergmetapher. Und ich glaube, ich habe auch die irgendwo im Podcast schon mal gebracht oder vielleicht in irgendeinem Training, keine Ahnung. Vielleicht kennst du sie, aber ich finde sie trotzdem immer sehr einleuchtend. Deswegen mag ich die heute auch erzählen. Und zwar stelle ich mir das so vor, wie eben ich bin zum Beispiel Bergführer und ich will eine Gruppe von unerfahrenen Wanderern mit auf einen Berg nehmen. Jetzt würde ich niemals selber nur den Reiseführer für die Wegstrecke lesen und dann eine Gruppe einladen und sagen so, hey, cool, ich kenne den Weg, lasst uns zusammen da hochgehen. Weil ich habe die Erfahrung nicht selber gemacht. Und das finde ich erstmal ganz wichtig und das sage ich nachher auch noch mehr dazu, dass wir selber die Erfahrung machen. Aber wenn ich dann sozusagen anfangen will, eine Gruppe mit auf diesen Berg zu nehmen, dann ist vermutlich das Erste, was ich mache, ist irgendwie ein Gelände abzustecken und einen Wegabschnitt, von dem ich sage, das ist der Weg, den lerne ich jetzt erstmal selber kennen. Ich wandere den ein paar Mal, ich präge mir ein, wo sind vielleicht irgendwie ein bisschen heiklere Situationen, ich schaue, was braucht es auf dem Weg, muss man irgendwie besonders feste, stabile Schuhe haben, braucht man Wanderstöcke, braucht man vielleicht an irgendeiner Stelle auch mal ein Seil. Und das ist einfach so dieser erste Wegabschnitt, den wir ja vermutlich selber schon gegangen sind, weil wir ja jetzt irgendwas haben, wo wir sagen, ich will damit rausgehen und ich will das in die Welt tragen. Und das, was ich erfahren und erlebt habe und was sich bei mir verändert hat, das will ich mit Leuten teilen. Und das ist so, finde ich, dieser erste Wegabschnitt. Und wenn wir den gut genug kennen, wenn wir dem im Schlaf laufen können, wenn wir wirklich alle Fallstricke, die unterwegs vorkommen können, wenn wir das wissen, dann kann ich eine Gruppe einladen. Wichtig dabei ist zu sagen, hey, ich kenne den Weg von 0 Meter, also vom Boden, bis auf 400 Höhenmeter. Bis dahin nehme ich euch mit. Dass wir nicht sagen, okay, wir gehen bis an den Gipfel, wenn ich selber noch nicht am Gipfel war. Aber diesen ersten Wegabschnitt, bei dem ich die Erfahrung habe, bei dem ich das komplett verinnerlicht habe, da kann ich heute anfangen, Gruppen mitzunehmen. Ich bleibe aber deswegen nicht stehen und sollte auch nicht stehen bleiben. Und wenn wir wirklich mit Menschen arbeiten wollen, finde ich, ist es unsere Pflicht, uns auch immer wieder selber weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu machen und das zu integrieren. Das heißt, ich kann damit schon arbeiten. Ich kann die ersten Gruppen auf diesem Wegabschnitt bis 400 Meter mitnehmen und währenddessen laufe ich für mich weiter. Vielleicht mit eigenen Coaches, vielleicht erkunde ich das Territorium allein, aber ich mache mich an den Wegabschnitt von 400 Meter bis 800 Höhenmeter und ich lerne das neue Gelände kennen. Und ich stelle vielleicht fest, okay, jetzt braucht es nicht mehr nur die guten Schuhe, sondern jetzt brauchen wir irgendwie auch eine spezifische Ausrüstung, falls, ich glaube, auf 800 Meter gibt es noch keine Lawinengefahr, aber keine Ahnung, ich bin kein Bergführer. Aber ich schaue mir einfach an, was sind die Sachen, die ich auf diesem neuen Wegabschnitt vielleicht noch zusätzlich brauche. Und auch hier das Wichtigste ist, dass ich diesen Weg erst selber gehe, bevor ich Leute mitnehme. Bevor ich sage, hey, ich weiß, wie wir von 400 Höhenmeter auf 800 Höhenmeter kommen. Bevor das der Fall ist, muss ich die Erfahrung so oft wie möglich selber gemacht haben. Und das heißt, wir müssen nie selber schon am Gipfel gewesen sein. Und ich behaupte auch immer, wenn irgendjemand da draußen uns sagt, er oder sie ist angekommen, meine Empfehlung wäre immer, nimm die Beine in die Hand und renn, weil niemand von uns ist wirklich angekommen. Wir sind alle auf dem Weg. Und wenn wir irgendwann sagen, wir sind angekommen, dann heißt, also ich finde es überheblich, weil das heißt, ich weiß alles, ich habe alles erfahren, was es zu erfahren gibt. Und es gibt nichts, was ich noch dazu lernen könnte. Und deswegen, also falls euch irgendjemand das suggeriert, am Ende der Reise zu sein, ich würde das als sehr großes Alarmsignal für mich sehen. Aber wenn wir sozusagen einfach offen sind und sagen, hey, ich bin selber auch noch nicht am Gipfel angekommen, aber eben den Wegabschnitt von X bis Y, den kenne ich in- und auswendig und irgendwann habe ich vielleicht auch schon Leute mitgenommen, dann kann ich das mit absolut gutem Gewissen nach draußen bringen. Selbst wenn wir vielleicht am Anfang die Erfahrung da Kunden mitzunehmen, noch fehlt. Deswegen diese eigene Praxis und wie gesagt, ich komme da später auch nochmal drauf zurück, die ist mega wichtig. Und
diese Situation eben wirklich in der Coaching-Ausbildung, in dem Business-Workshop, dass da immer wieder diese Frage aufkam. Das war für mich so der zweite Hinweis irgendwie auf das Thema Erfahrung und was machen wir damit und können wir rausgehen, eben wenn die Erfahrung noch fehlt. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, mit der Berg mit, ups, sorry, Mikrofon angeschlagen, mit dem Bergmetapher können wir das absolut machen, aber wir müssen uns kennen, unseren Weg kennen, unsere Grenzen auch kennen. Und das Dritte, was dann noch aufkam, war, wie so oft in letzter Zeit, ein Instagram-Post. Und ich finde, Instagram ist gerade einfach eine fantastische Inspirationsquelle, einfach um da irgendwie auch zu gucken, wie kommunizieren die Leute und worüber kommunizieren sie. Und in dem Post ging es eben auch um das Thema Erfahrung, auch mit der Meinung eben, es braucht ganz viel Erfahrung und es braucht diesen eigenen Weg. Und wie gesagt, ich stimme dem zu. Und in dem Post war auch noch eben, dass jetzt so viele Coaches kommen und plötzlich nennen sich alle Experten so ein bisschen in die Richtung. Und das kann man als Kritik auffassen. Und das war es aus dem Post, aus meiner Sicht nicht mal. Aber wenn ich eh schon vielleicht gerade am Anfang stehe und vielleicht auch unsicher bin, eben wenn mir die Erfahrung fehlt, kann ich denn rausgehen? Dann kann es passieren, dass mein Nervensystem mit so einer Information oder so einer Kritik wirklich noch mehr in die Unsicherheit geht und in mir dann noch mehr Zweifel aufkommen. Und wie gesagt, ja, Erfahrung ist absolut wichtig. Aber ganz ehrlich, also wie messen wir das denn, ob ich jetzt genug Erfahrung habe? Ich nehme einfach mal für mich das Thema Embodiment. Und das war kein einfacher Weg, der war vor allem am Anfang wirklich richtig, richtig ätzend. Der war irgendwie nicht rosa und schön. Der war auch so, dass ich nicht mal wusste, ob ich den wirklich gehen will, ganz am Anfang. Aber ich bin auf diesem Weg jetzt seit über 8 Jahren. Und wenn ich mir jetzt das vorstelle, 8 Jahre, einfach so zu sagen, okay, das ist ein Thema, mit dem beschäftige ich mich seit 8 Jahren. Keine Ahnung, ist das viel oder wenig? Und das können wir ja auch nie isoliert betrachten. Weil es gibt Leute, die beschäftigen sich seit 50 Jahren mit dem Thema Embodiment. Und die belächeln mich vielleicht. Und die finden vielleicht jetzt auch über mich, ey, die steht immer noch voll am Anfang und die hat null Erfahrung in dem. Und vielleicht ist es so ein bisschen wie irgendwie, ich bin die 8-Jährige und da ist irgendjemand 50-Jähriges. Und die Probleme von mir als 8-Jährigen kann der 50-Jährige vielleicht nur noch belächeln. Und meine Meinung und meine Weltsicht, auch also die Weltsicht von dem 8-Jährigen ist eine andere als die Weltsicht von dem 50-Jährigen, der einfach schon andere und mehr Erfahrungen machen konnte. Und deswegen, ich finde, man kann das nie vergleichen. Und wir alle fangen halt irgendwo mit dem ersten Schritt an. Und dazu kommt ja vielleicht auch, dass jemand, der selber noch gar nicht irgendwie Erfahrung in dem gesammelt hat, vielleicht sich bei jemand mit 50 Jahren Erfahrung auch gar nicht so gut aufgehoben fühlt, weil die Entfernung zu den Anfangsschwierigkeiten und den Problemen, die man hat, wenn man das noch gar nicht kennt, die ist da vielleicht auch zu groß. Und auch das ist für mich ein Argument, warum jeder Erfahrungsstand absolut willkommen ist auf dem Markt, weil nicht jeder will mit dem absoluten 100-jährigen Erfahrungsguru zusammenarbeiten, weil vielleicht fühlt sich das unwohl an und vielleicht habe ich das Gefühl, jemand, der selber vor 2, 3 Jahren es gestartet hat, der versteht mich noch viel besser und der ist irgendwie, kann besser sich irgendwie beziehen auf das, wo ich gerade drin stecke. Und deswegen wirklich, also A, Erfahrung, wie wollen wir das messen? Es wird immer wen geben, der mehr Erfahrung hat als wir und es wird auch immer wen geben, der weniger Erfahrung hat als wir. Aber allen uns das gemeinsam, dass Erfahrung eben nur dann kommt, wenn wir diesen ersten Schritt machen. Und deswegen wirklich will ich in der Episode auch einfach ermutigen, wirklich einfach loszulegen. Und auf dieses Thema, okay, ich habe das aber noch nicht groß praktiziert oder mit Menschen gemacht. Ja, ich verstehe das und das kann Unsicherheit machen. Und wie gesagt, wir kommen auch gleich zu den Themen, die aus meiner Sicht dafür viel, viel wichtiger sind und auf die wir viel eher achten müssen, wenn uns eben die Erfahrung noch so ein bisschen fehlt. Ich mag trotzdem für den Moment natürlich auch heute nochmal ein bisschen ins Nervensystem eintauchen und zwar auch da anschauen, warum dieses einfach mal loslegen auch aus einer Nervensperspektive total Sinn machen kann. Das Nervensystem generell lernt über Wiederholung. Also es ist wie ein Muskeltraining und je öfter wir das machen, je öfter wir irgendwas trainieren, je öfter wir uns diesen einen kleinen Schritt nach draußen trauen, desto mehr lernt das Nervensystem
okay, also ich bin jetzt schon dreimal so einen Minischritt aus der Komfortzone raus. Ich bin immer noch am Leben. Der Boden hat sich nicht aufgetan und hat mich verschlungen. Es ist nichts Schlimmes passiert. Ich wurde nicht gesteinigt. Und dann lernt das Nervensystem, dass es eben in Zukunft zu diesen kleinen Minischritten aus der Komfortzone raus besser vertrauen kann. Also deswegen, die Sicherheit im Nervensystem kommt auf eine Art über die Wiederholung. Und jetzt habe ich ja dieses Thema Komfortzone schon angesprochen. Und da hatte ich früher sicherlich auch einen radikaleren Blick mit wirklich irgendwie, du musst einfach raus aus der Komfortzone und du musst irgendwie einfach springen und der ganze Rest wird sich auftun. Und das bin ich als Typ. Also ich in gewissen Themen, nicht in allen Lebensbereichen, aber in gewissen Lebensbereichen bin ich risikofreudig. Das stresst mein Nervensystem nicht. Da springe ich und gucke, was passiert. Aber wenn ich jetzt auch wieder das Thema Komfortzone nochmal mit meinem heutigen Erfahrungs- und Wissensstand aus einer Nervensystemperspektive anschaue, dann weiß ich eben auch, dass wir alle unterschiedlich sind und dass auch die Schrittlänge, die wir machen, in der wir uns sozusagen noch wohlfühlen oder in der unser Nervensystem in den Stressmodus kippt, die ist bei jedem anders. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass Wachstum und Entwicklung nur am Rand der Komfortzone passieren kann, weil wir dann eben diesen Bereich, in dem unser Nervensystem sich sicher fühlt, ausdehnen. Wenn wir nur in der Mitte unserer Komfortzone sitzen, ist zwar unser Nervensystem vielleicht relativ ruhig, weil alles bekannt ist, aber es verändert sich eben auch nichts. Und deswegen aus meiner Sicht, wir müssen so an den Rand gehen und vielleicht sogar einen kleinen Minischritt ab und zu drüber. Und wie gesagt, hier sind wir individuell. Es ist einfach wichtig, dann darauf zu achten, was passiert denn in mir? Ist es was, was ich aushalten kann, dass da vielleicht gerade ein bisschen irgendwie Stresssymptome kommen? Oder ist es was, was mich so dermaßen überfordert, dass ich am Ende merke, okay, hier bin ich schon zu weit gegangen? Und da hatten wir neulich auch in der Ausbildung eine Situation, die eine Teilnehmerin beschrieben hat, wo es um eine ganz andere Geschichte ging, um menschliche Gruppen und Kontakte. Und da bin ich eben der Meinung, wir müssen spüren, wo ist der Moment, wo mein Nervensystem ausflippt. Und wenn es schon ausgeflippt ist, bin ich zu weit gegangen. Und das Gleiche eben gilt mit der Komfortzone. Trotzdem eben, wir wollen so an den Rand der Komfortzone, um dem Nervensystem einfach Anreize zu geben, mit neuen Dingen auch klarzukommen, neue Dinge, auch Unsicherheit und Ungewissheit aushalten zu lernen, so dass ich dann langfristig was verändern kann. Und letztlich wachsen wir dann natürlich mit unserer Erfahrung. Und es gibt dieses Zitat, und wie immer, wenn ich Zitate irgendwie bringe, weiß ich natürlich nicht, von wem das ist. Aber nicht wir machen Erfahrungen, sondern die Erfahrungen machen uns. Nicht wir machen Erfahrungen, sondern die Erfahrungen machen uns. Und ich finde das Zitat mega schön, weil natürlich jede Erfahrung, die wir gemacht haben, egal ob angenehm oder unangenehm, die macht uns aus und die macht uns zu der Person, die wir sind und die bringt uns auch vielleicht Lernerfahrungen. Und wie gesagt, ich weiß, manche sind schmerzhaft und nicht schön und nicht angenehm und trotzdem eben diese Erfahrungen prägen uns und machen uns zu dem, wer wir sind und machen uns dann auch zu einer Person, die in der Arbeit mit anderen Menschen vielleicht genau mit solchen Situationen irgendwie einen besseren Umgang findet oder besser für die Menschen da sein kann, genau eben in diesen Erfahrungssituationen. Und letztlich eben fehlt uns, wenn wir uns das mal genauer überlegen, und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben alle keine Erfahrung. Und das bringt uns auch so ein bisschen zu dem Thema, was ist denn eigentlich viel wichtiger als die Erfahrung an sich? Und für mich ist das wirklich so der Punkt zu sehen, wir wissen alle nichts. Also ganz ehrlich, egal ob ich 8 Jahre irgendwas praktiziert habe und 8 Jahre Erfahrung damit sammeln konnte oder ob ich 50 Jahre irgendwas praktiziert habe. Das, was wir wissen und wo wir heute stehen, ist aus meiner Sicht absolut nada. Also niemand von uns weiß irgendwas. Und deswegen nochmal, wir fangen alle beim ersten Schritt an. Und die Person beim ersten Schritt hat genauso wenig Erfahrung wie die Person beim 10.000. Schritt, weil es gibt immer noch ein Riesenuniversum, über das wir nichts wissen und wo wir selber noch keine Erfahrung gemacht haben. Und was vielleicht auch, wenn ich 10.000 Schritte schon gegangen bin, was auf meinem Weg nicht da war. Und das ist zum Beispiel auch was ich in der NESC-Ausbildung merke, die sich in den letzten Jahren total auch verändert hat und immer weiterentwickelt. Weil entwickelt habe ich das halt in meiner Arbeit, in meiner Praxis, mit meinen Erfahrungen.
Und meine Erfahrungen sind halt die von der Britta. Die sind relativ beschränkt. Selbst wenn ich wahnsinnig viele Erfahrungen mache, sind sie beschränkt auf meinen Horizont und auf meinen Kontext, in den ich das einbette. Und jetzt, wo wir irgendwie fast 250 Coaches ausgebildet haben, hatte ich 250 andere Erfahrungskontexte und andere Hintergründe und andere auch andere Modalitäten, die mit reinfließen können. Und das bereichert ja auch meinen eigenen Erfahrungsschatz, weil das sind Erfahrungen, die ich so nicht gemacht habe, die ich vielleicht so auch nicht gemacht hätte. Aber dadurch, dass ich sie höre, und das konnte ich nur hören, weil ich mit Menschen arbeite, dadurch, dass ich sie höre, macht es bei mir auf und ich kann vielleicht den Blick offen halten und die Erfahrungen bei mir auch selber suchen. Und deswegen, und das ist auch absolut meine Erfahrung, da haben wir es wieder, dass wir in dem Moment, wo wir mit dem Thema rausgehen, den größten Wissenszuwachs und den größten Zuwachs an Erfahrungsschatz haben. Einfach, weil wir das nicht mehr im stillen Kämmerlein mit uns selber ausmachen, sondern weil wir in Interaktion sind und weil wir auf Sachen gestoßen werden, die hätten wir selber vielleicht so nie erfahren oder nie erlebt. Aber in dem Moment, wo wir damit konfrontiert sind, können wir das auch in unsere eigenen Kontexte einbetten. Und deswegen eben, ich habe gesagt, Erfahrung ist wichtig, aber was anderes ist viel, viel wichtiger. Und das, was aus meiner Sicht viel, viel wichtiger ist, das sind wir selber. Und zwar unsere persönlichen Qualitäten und auch unsere innere Haltung zu diesem ganzen Thema. Ich hatte vorhin schon die Bergmetapher gegeben und habe gesagt, hoffentlich lesen wir nicht einfach nur in einem Reiseführer irgendeine tolle Übung, haben die noch nie praktiziert und gehen dann raus und unterrichten das. Und das fände ich tatsächlich ein bisschen fahrlässig. Das ist wirklich so, wie wenn ich irgendwie den Reiseführer von der Gletscherüberquerung lese und dann eine Ausschreibung mache, so hey, ich kenne den Gletscher, lasst uns alle da drüber marschieren. Wenn ich nicht selber in dem Gelände war, ist es fahrlässig, das zu machen. Und das ist, finde ich, extrem wichtig. Wir dürfen auch mit wenig Erfahrung rausgehen, aber wir müssen eigene Erfahrungen gemacht haben. Das darf keine Erfahrung aus Büchern sein, das darf keine reine Erfahrung aus den Erzählungen von anderen sein, sondern wir müssen im Gelände praktiziert haben, eben diesen Wegabschnitt, auf dem wir andere Leute mitnehmen wollen, den müssen wir kennen. Und das, wie gesagt, eben erstmal die eigene Praxis, die ja auch immer eine Erfahrung ist, eine andere Erfahrung als die Arbeit mit anderen, aber das ist die absolute Grundlage. Und das Zweite, was so in unserer persönlichen Qualität oder inneren Haltung ist, und das kam sicherlich jetzt auch durch die vorangegangenen Minuten schon so ein bisschen raus, ist so eine Haltung von, ich weiß immer noch nichts. Und zwar nicht, um mich selber klein zu machen, sondern um auf eine gewisse Art demütig zu sein, nicht irgendwie den absoluten Höhenflug zu kriegen und mir zu denken, so hey, tschakka, jetzt habe ich irgendwie einen Wochenend-Workshop gemacht und jetzt bin ich King of the World und jetzt gehe ich raus und jetzt revolutioniere ich alles. Nee, nicht so. Wirklich immer wieder bei mir anzusetzen und zu sehen eben, also A, ich weiß nicht, B, meine Erfahrung und selbst wenn sie 8 Jahre oder 50 Jahre ist, die ist immer noch winzig klein im Vergleich zu all den Erfahrungen, die die Menschheit je hat machen können. Und darum geht es wirklich für mich um so eine Haltung von ich weiß nichts und eben ich bin demütig. Ich hinterfrag mich auch immer wieder selber. Und das habe ich auch vorhin gesagt, weshalb ich nicht einfach meine alten Programme aufgezeichnet immer wieder rausgeben will. Weil da sind Sachen drin, wenn ich mich heute hinterfrage, die Dinge würde ich heute anders machen, die würde ich heute anders sagen. Das heißt nicht, dass ich das negativ finde, dass ich das damals so gemacht habe. Es war damals mein bester Wissensstand. Aber heute mit meinem heutigen Wissens- und Erfahrungsstand würde ich es einfach anders machen. Und es ist genau das Gleiche. Wenn ich jetzt mich mit meinem 8-jährigen Ich vergleiche, da habe ich vielleicht auch Meinungen gehabt, die hätte ich heute nicht mehr. Und da habe ich vielleicht Dinge getan, die würde ich heute auch nicht mehr tun. Und ich fand Sachen toll, die finde ich heute vielleicht nicht mehr toll. Das ist alles okay. Ich muss nicht enttäuscht über mein 8-jähriges Selbst sein. Ich muss das nicht verurteilen, sondern ich kann einfach sehen, aus dem Blickwinkel des 8-jährigen Selbst oder aus dem Blickwinkel der Person mit weniger Erfahrung, war das das Beste, was sie machen konnte. Und dann können wir uns erlauben, uns trotzdem
oder nicht trotzdem, sondern umso mehr immer weiterzuentwickeln und eben mehr Erfahrung anzusammeln. Und da geht es wirklich für mich darum, sich nicht selber zu überschätzen, auch dann einschätzen zu können, wenn jemand zum Beispiel mit mir arbeiten will. Und ich gehe hier nochmal zurück zur Bergmetapher. Und ich merke, die Person ist schon irgendwie sehr gletschererfahren. Und ich laufe aber mit meinen Gruppen immer noch von 0 Meter bis 400 Höhenmeter, der Person auch offen zu sagen, hey, ich bin mir nicht sicher, ob ich für dich der richtige Bergführer bin, weil ich bleibe hier unten im sehr gemütlichen Gelände. Vielleicht will die Person das, dann ist es wunderbar. Und vielleicht sagt die Person, aha, nee, ich will schon weiter oben in den Gletschern laufen. Dann braucht sie eine andere Bergführerperson. Also wirklich da auch mal Nein zu sagen und vor allem lieber mal zu oft Nein zu sagen, als mal zu oft Ja, weil wir uns selbst überschätzt haben. Und wirklich absolut klar zu sein in dem, das ist das Territorium, in dem bewege ich mich, das ist das, wo ich dich mitnehmen kann, das ist das, in dem ich mich auskenne. Die Dinge drüber hinaus, da kenne ich mich noch nicht aus. Und ich finde es auch ganz wertvoll und wichtig, das zu sagen. Und dann natürlich auch, wir schauen es jetzt eher so aus unserer Perspektive an, wenn wir nach draußen gehen wollen, aber auch wenn ich potenziell Kundin bin, genau auch das Gleiche bei anderen mir anzuschauen. Ich erwarte von niemandem, dass die Person angekommen ist, wo auch immer, am Gipfel, am Ende, sondern was ich erwarte, ist, dass sie weiß, was sie kann, sich da nicht selbst überschätzt und das genau das ist, was ich in dem Moment brauche. Nichts anderes. Ich erwarte nicht, dass sie perfekt ist. Ganz im Gegenteil, wenn mir jemand suggeriert, er oder sie ist perfekt, mich macht das ziemlich, fehlt mir das Wort. Ich finde es suspekt. Das ist vielleicht eine gute Formulierung. Genau, also wir hatten das erste, ganz, ganz ultra, mega wichtig, die persönliche Praxis. Nichts, was wir nur aus Büchern gelernt haben und nichts, was wir nur einmal in einer Stunde in dem Workshop praktiziert haben, ist das, was wir schon unterrichten sollten oder nach außen tragen sollten, weil das war mal der erste Impuls, der uns neugierig gemacht hat, aber dann sollte erst zu uns in den Körper, in unsere Praxis, in unseren Erfahrungsschatz und erst, wenn es in unserem Erfahrungsschatz verankert ist, dann gehen wir damit raus. Das nächste, diese generelle Demut, sich selber zu hinterfragen, sich selbst nicht zu überschätzen, an sich nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass wir perfekt sein müssen und die Erwartungshaltung aber auch nicht an andere zu stellen und einfach wirklich sehr realistisch eben das Gelände abzustecken, in dem wir uns bewegen können. Und das dritte, und das finde ich auch ganz wichtig, ist, und das gehört auch so ein bisschen zu dieser Demut und dem sich nicht selber zu überschätzen, auch also zum einen offen dafür sein, Fehler zu machen und dann aber auch offen dafür zu sein, die Fehler einzugestehen. Und vielleicht nicht mal nur unbedingt Fehler, sondern auch Sachen sich hinzustellen und zu sagen, so hey, das habe ich damals gemacht und heute sehe ich es anders. Ist völlig in Ordnung. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn das jemand macht. Es zeigt mir nur, die Person entwickelt sich weiter. Und wenn irgendjemand findet, aber du hast doch damals gesagt, ja, damals war ich eine andere Person. Wie gesagt, als 8-Jährige habe ich auch andere Dinge gesagt und als 5-Jährige wollte ich vielleicht den ganzen Tag im rosa Tütü rumlaufen. Das will ich heute auch nicht mehr. Also deswegen, wir dürfen uns da weiterentwickeln. Aber was es trotzdem eben braucht, ist so diese Offenheit und Bereitschaft, auch Fehler zu machen. Und zwar gerade, ich sag mal so am Anfang, wenn wir wieder zu dem Berg gehen, dass ich wirklich auf dem Gelände, wo noch nicht so viel passieren kann, mit Menschen, die vielleicht jetzt irgendwie sich auf diesem Berg, Wiesen, Wegen generell gut bewegen können, wenn ich mit denen irgendwie bin und dann kommen wir an eine Stelle oder es ist irgendeine Umleitung und ich stelle fest, so, ach, das habe ich jetzt irgendwie nicht eingeplant, dass wir da auch diese Erfahrungen machen und auch sagen können, okay, jetzt hier bin ich jetzt kurz mal, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber das dann auch für uns wieder als Anreiz nehmen zu sagen, okay, das war eine Situation, die war unvorhergesehen. Was kann ich machen, damit ich in Zukunft unvorhergesehenen Situationen anders begegnen kann? Und dann ist es auch wieder meine eigene Praxis. Und wenn wir Fehler ist ein blödes Wort, aber wenn wir alles vermeiden wollen, was nicht sofort funktioniert oder nicht ideal ist, dann bleiben wir am Ende halt auch wieder einfach nur sitzen und bewegen uns gar nichts. Und deswegen rausgehen, Erfahrungen für sich selber machen, sich nicht überschätzen und dann aber auch bereit sein, alles, was wir gelernt haben, was wir gesagt haben, immer wieder zu hinterfragen und zu revidieren und zu sagen, nee, heute sehe ich es anders und heute würde ich es anders machen. Und das, was ich damals gemacht habe,
ui, aus meinem heutigen Wissensstand würde ich es anders machen. Und das, wenn ich das richtig im Kopf habe, war es mit meiner heutigen Episode über Erfahrungen und darüber, dass du wirklich einfach dir erlauben kannst, loszugehen mit diesen kleinen Schritten, achtsam für dein Nervensystem. Und wenn die Erfahrung fehlt, wirklich, dass du, wer du bist und welche Haltung du mitbringst, dass das viel, viel wichtiger und viel relevanter für die Menschen ist, die du begleitest, als ob du jetzt 50 Jahre Erfahrung in der Kundenarbeit selber hast, aus meiner Sicht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Mach's gut, ciao.